Hallo und grüß euch. Heute gibt es wieder eine philosophische Betrachtung, und zwar zum Thema eine Strategie zur sofortigen Öffnung von Geschäften und Gastronomie. Dazu zwei Punkte. Erstens eine Verlängerung der Öffnungszeiten und zweitens Öffnung nach dem Alter. Zur Verlängerung der Öffnungszeiten ist zu sagen: Durch eine Verlängerung der Öffnungszeiten ergibt sich eine geringere Personendichte in den Lokalen während der Öffnung. Zur Öffnung nach Alter ist zu sagen. Das hat im ersten Lockdown im Frühjahr auch gut funktioniert. Und die Unterteilung sollte bei der Altersgrenze von 50 bis 60 Jahren liegen. Dazu eine Grafik aus dem Internet. An der Grafik erkennt man, dass es im Bereich 50 bis 60 Jahren eine Altersgrenze gibt. Oberhalb dieser Grenze steigt die Sterblichkeitsrate nach Alter stark an. Warum sollte dies so sein? Die älteren Menschen sollten bis Mittag einkaufen gehen und zu Mittag in ein Lokal essen gehen können, denn diese sind meist Frühaufsteher. Die jüngere Generation schläft eher länger und geht gerne am Abend fort. Daher sollten die Jüngeren am Mittag einkaufen gehen und am Abend fortgehen. Dadurch werden die Risikogruppen in den Geschäften und in der Gastronomie getrennt und alles könnte in geordneteren Bahnen ablaufen. Wäre gut für die Wirtschaft und die Psyche der Menschen. Diese Strategie zur sofortigen Öffnung von Geschäften und der Gastronomie ist eben nur eine Idee. Was hält ihr davon? Wenn ihr Ideen habt, dann schreibt sie mir diese bitte in die Kommentare. Das ist es dann für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und Hören. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und empfiehlt mich weiter. Bis zum nächsten Mal, euer Wolfgang.